Ich glaube, das sollte man gar nicht pauschal bestimmen. Ich glaube, es gibt so viele verschiedene Formen von Kunst, die in sich gelungen sind und Möglichkeiten aufzeigen. Und es wäre etwas müßig, da den gemeinsamen Nenner zu suchen. Es gibt Formen von Kunst, die sind vielleicht sehr humorvoll und witzig und helfen einem, einen Phänomenbereich mal ganz anders und lockerer zu sehen, als man den sonst so in der, im Ernst des Alltags wahrnimmt. Es gibt andere Formen von Kunst, die vielleicht gerade durch eine extreme formale Anstrengung so einen Maßstab liefern und einem dabei helfen, was zurechtzurücken, was klarer zu sehen als sonst, die auch zum Vorbild werden, die auch richtig, wo man schon körperlich spürt, wow, da ist jetzt etwas so richtig klar und durchdacht und entschieden und ja, öffnet damit ganz neue Perspektiven. Und wieder andere Formen von Kunst sind weit einfach absurd und schaffen damit so eine Entlastung von der ganzen Festgelegtheit, Konventionalisierung des Alltags. Also, das sind jetzt mal nur so ein paar Facetten, die man nennen könnte. Es gibt noch durchaus etliche mehr. Aber wenn man es weit dann doch ein bisschen versuchen wollte, nochmal auf einen Nenner zu bringen, diese verschiedenen Formen, könnte man sagen, dass Kunst in irgendeiner Form dabei hilft, den Alltag dadurch zu bewältigen, dass er auf überraschende, auf vielseitige, auf ungewöhnliche, auf immer wieder andere Art kommentiert, überhöht, dementiert, persifliert wird. Also Kunst ist vielleicht immer dann gelungen, wenn sie uns in unserem ganz profanen täglichen Leben hilft, dieses Selbst etwas neu und anders wahrzunehmen und zu interpretieren.